Das Besondere an dieser Methode ist sicherlich, dass es lebende Menschen sind, die wir sehen. Das heißt, mit dem ganzen Blut, die Blutgefäße besonders gut, auch die Muskulatur in ganz natürlichem Zustand. Der nächste Punkt, der besonders ist, in dieser Größe natürlich, auf dieser 16x9 Meter Projektionsfläche. Und der Oberclou ist, dass das Ganze ganz fotorealistisch, natürlich, wie man es aus Kinofilmen mittlerweile kennt, aus der Unterhaltungsindustrie, hier hochauflösend projiziert wird und man pseudo-dreidimensional die Anatomie hier betrachten kann.